Servus, liebe Bierfreunde. Ja, zum Video machen komme ich ja fast nicht mehr. Wenn das Töchterchen mich nicht dran erinnern würde, mach mal wieder ein Biervideo, würde ich das völlig vergessen. Das reizende Töchterchen. Das reizende Töchterchen, genau. Tja, was habe ich im Glas? Das wurde mir jetzt hier mehrfach angepriesen als fantastischer Barley Wine Style Ale. Also eines der wenigen Biere aus USA, die ich im Bierladen habe. Also das ist eine Einzelflasche. Das ist von der Anchor Brewery aus San Francisco. Einer der ersten Kraftbierbrauereien oder die erste sogar in Amerika. Und das ist das Old Foghorn. Und ja, das wurde von 2-3 Leuten wurde gesagt, das ist ganz super toll. Und jetzt habe ich das endlich aufgemacht. Und muss sagen, das stimmt, die haben recht. Das ist super. Schön süß. Es ist jetzt noch ein bisschen zu kalt. Das Aroma ist schon da, aber es steht jetzt vielleicht 10 Minuten außerhalb vom Kühlschrank. Denke ich, das ist noch ein Tick zu kurz. Es muss noch ein bisschen wärmer werden, aber die Aromen sind da und also relativ süß. Ich habe irgendwie was, ich weiß nicht, also ich habe was Aprikosenartiges. Doch, es ist irgendwie was Bittermann, sehr verhalten, aber ganz lecker. Und das Bier, da habe ich 24 Flaschen bestellt. Das habe ich also demnächst auch im Laden in Gärtringen und biete das an. Das habe ich, glaube ich, bestellt bei Rohsturm, glaube ich, ne? Dem Großhändler in Hamburg. Und da habe ich das Bier bestellt. Gibt es dann irgendwann nächste Woche oder so? Tja, also das lohnt sich, das Bier, weil der Sommer hat ja bisschen Pause gemacht, das ist ein trübes Wetter draußen, da kann man so einen Barleywein trinken. Alkoholgehalt von Barleywein ist eigentlich noch so vielleicht im mittleren Bereich, ne? Das sind bloß 8,8% oder was war's? Steht hinten drauf, genau. 8,8%, das ist jetzt also ganz okay. Die Flasche hat 355 Milliliter. Ach, ein winziges Tickchen mehr als unsere 033 Flaschen. Und ja, also es lohnt sich zu probieren. Ganz leckerer Barleywein. Bis zum nächsten Mal.